Hallöchen, hallo, einen wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zur ersten Newcomer TV-Nacht im Jahre 2019 hier in der Musikhalle Portstraße am Fuße des Taunus. Es ist ein fantastischer Frühlingstag und ich habe schon so viele Blumen und Blumenstaub abgekriegt, dass ich irgendwie total wuschig geworden bin und bin froh, heute Abend hier in der Musikhalle Portstraße zu sein, weil hier vier fantastische Bands spielen und die Menschen, die hier schon in Scharen vor der Tür stehen, natürlich zum Tanzen animieren werden. Bei mir die wunderbare Band Juicy Roadkill aus Frankfurt. Es handelt sich hier so ein bisschen um alternativen, melodiösen Post-Punk, so wie es in dem Info steht. Und bei mir Lisa, Jörn, Daniel und der Mo. Und ich rede einfach mal mit Lisa. Du bist sozusagen die Frontfrau von diesen wunderbar aussehenden jungen Männern. Und wie ist es denn mit so einem Rock'n'Roll-Punk-Schiff durch das Musikuniversum zu reisen? Wie ist das so als Frontfrau? Es ist vor allem unglaublich befreiend, genau das machen zu können, worauf man Bock hat, Leute an der Seite zu haben, die da mitziehen. Obwohl wir alle eigentlich so ein bisschen in verschiedene Genres gehen, haben wir alle so ein bisschen Punkrock im Blut und haben gedacht, da machen wir mal was draus. Das ist übrigens mein Bruder, mit dem mache ich schon ewig Musik und Gott sei Dank habe ich noch hier zwei tolle Typen gefunden, die uns unterstützen, sonst wäre das hier gar nicht möglich, so talentiert sind wir vielleicht gar nicht. Aber mit Mo und Daniel wird das eine runde Sache und es macht einfach Spaß und das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Musikmachen. Es gibt euch, wenn ich mich nicht irre, seit 2013? Genau, seit 2013 existiert die Band, allerdings halt mit alten Besetzungen noch, ja. Ah, das heißt, es gab Band-Auswechseln, weil irgendwie die Jungs, die gegangen sind, nicht so viel trinken konnten oder weswegen, Mo? Also Daniel und ich sind seit 2017 Dezember dabei und ja, wir sind darauf gekommen, weil Lisa mich zum Beispiel über Facebook angeschrieben hatte, weil ich irgendwann mal in irgendeiner Facebook-Gruppe was gepostet hatte. Sie meldet sich ein Jahr später nach meinem Post und auf gut Glück hat es dann irgendwie funktioniert. Dann habe ich den ersten Gig gespielt und dann wollten sie mich irgendwie dabei haben. Melodiöser Post-Punk, also ist das oldschool oder ist das zeitgemäß? Ich glaube, es ist ein Mix von beidem. Also auf der einen Seite machen wir, denke ich, Musik, die auf jeden Fall politisch ist, die gesellschaftskritisch ist. Damit sind wir, glaube ich, nicht so in der Zeit. Wir sagen unsere Meinung, wir sind wild auf der Bühne, wir hüpfen rum. Auf der anderen Seite, natürlich, haben wir auch Einflüsse aus der heutigen Zeit. Wir alle haben irgendwie Bands von heutzutage und nicht nur Nirvana gehört und bringen das auch alles mit ein. Ich glaube, es ist ein guter Mix, den sich jeder anhören kann. Sowohl 40, 50 Jahre alt, Menschen, die einfach sagen, oh, so ein bisschen Nostalgie, hier Punk, 80er-Jahre-Zeit, da passt das gut rein. So wie auch junge Mädels, die einfach sagen, ey, da ist eine Frontfrau auf der Bühne, haben wir noch nicht gesehen, müssen wir uns mal anschauen. In den Texten von euch, sind die Texte autobiografisch? Schreibst du die Texte alleine oder mit deinem Bruder zusammen? Oder wie entstehen die Texte und was ist der Inhalt? Also wir machen das eigentlich immer so, er kommt mit einer guten Idee um die Ecke, dann übersetze ich das alles aufs Englische und probiere die Grammatik anzupassen in dem Sinne. Wir sitzen da oft zusammen, machen dann eher so mit einer Akustikgitarre erstmal so halbwegs Musik und dann reichen wir das den beiden anderen Jungs ein und dann wird da was Richtiges draus. Und ja, wie gesagt, die Texte sind zum Teil autobiografisch. Ich wollte vor allem mit der Musik irgendwo ansprechen, was hier in der Welt falsch läuft. Also in unseren Texten geht es zum einen um etwas tiefere Themen, deepere Sachen, wie ich habe einen Text über Zweifel zum Beispiel, auch heute dabei. Wir haben aber auch lustigere spanische Lieder zum Beispiel, die dann eher um die Umwelt, Klimakatastrophe, die zurzeit stattfindet, gehen. Wir wollen aktuelle Themen ansprechen und die Menschen irgendwie aufrütteln. Juicy Roadkill, heute bei mir zu Gast im Interview. Und wie sieht es denn aus? Plattenfirmen, interessieren die sich für melodiösen Postpunk? Sag mal so, für uns wirklich hat sich noch keiner interessiert direkt. Deswegen planen wir, das vielleicht einfach selbst jetzt in die Hand zu nehmen.
und halt selbst die Sachen zu veröffentlichen, egal wo, ob im Internet oder auf einer CD, halt vielleicht ein eigenes Label gründen, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftssache, das wird in einem halben Jahr, wird es erst sicher sein, wie es da so wirklich weitergeht. Es ist interessant, dass du das sozusagen gerade erzählst, weil in den meisten Bands, mit denen ich bislang gesprochen habe, fällt das so dann in den Aufgabenbereich der Drummer. Also irgendwie, weil anscheinend Drummer organisatorisch wahnsinnig gut sortiert sind, diesen ganzen Kram zu machen, Booking, Kontakt mit den Fans und was weiß ich, den ganzen organisatorischen Kram. Wie ist das eigentlich bei euch? Also macht jeder seinen Job oder bist du wirklich derjenige, der neben deiner Schwester die, wie sagt man, die Hebel in der Hand hält? Na, ist schon eher die Schwester, die Booking macht und wirklich sich um die Sachen kümmert. Ich halte mich lieber im Hintergrund auf, ich kommuniziere nicht so gerne nach außen hin. Ja, ich bin da so ein bisschen gehemmt, aber ich mache zum Beispiel den Medienauftritt, organisiere ich mit, wie zum Beispiel Instagram, Facebook hat unser Bassist übernommen mittlerweile. Also es ist schon sehr gut aufgeteilt teilweise. Seid ihr im Universum der regionalen Bandszene mehr alleine unterwegs oder habt ihr auch viele Bandfreundschaften mit Bands aus Frankfurt, aus Offenbach, aus dem Rhein-Main-Gebiet? Also jetzt mit der Zeit, vor allem im letzten Jahr, haben wir unglaublich viele Gigs gespielt, haben da auch unglaublich tolle Leute kennengelernt. Wir organisieren gerade sehr viel selbst, weil wir einfach gemerkt haben, dann können wir auch wirklich das auf die Bühne bringen, wo wir Bock drauf haben. Wir haben da eine Band zum Beispiel Unsigned, mit denen machen wir relativ viel zusammen. Da haben wir jetzt im FZ Dortelweil, ist so ein bisschen unser Heimat-Jutz geworden, neben dem Unity in Friedberg. Und da organisieren wir viel selbst und haben da auch Kontakte bis nach Lang in dem Sinne an Bands, die wir gerne bei unseren Konzerten dabei haben. Wie ist denn das mit Wettbewerben? Im Augenblick so wird ja die regionale Szene so von Bandsupporter, SPH oder Emergenza dominiert. Seid ihr auf Wettbewerbe oder pflegt ihr den Anarchismus des freien, selbstverwalteten Konzertes? Also wir haben jetzt letztes Jahr Local Heroes mitgemacht, haben Bandsupporter mitgemacht. Noch irgendwas? Vergesse ich gerade was, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, was wir daraus gezogen haben, ist so ein bisschen unpersönlich. Man hat oft auch das Gefühl, dass schon vorher feststeht, wer weiterkommt. Wir sind jetzt nicht mehr so davon überzeugt, haben beschlossen, für dieses Jahr halt einfach ein eigenes Ding zu starten, weil es auch einfach irgendwie für uns eher auch unser Ding ist. Also wenn man da mit Bands zusammenspielt, da ist halt eine Liedermacherin. Ja, es ist klar, wir sind vier Leute, wir sind laut. Wir machen auf jeden Fall mehr Krawall auf der Bühne und da finde ich, das ist einfach nicht vergleichbar. Da müssen wir uns in anderen Sparten bewegen, denke ich. Heute das Fernsehen zu Gast ist ja auch nicht alltäglich. Habt ihr euch ein spezielles Thema oder ein spezielles Programm zusammengestellt oder arbeitet ihr mit männlichen Go-Go-Boys oder was darf man erwarten heute von Juicy Roadkill? Also wenn Daniel sich ausziehen will, habe ich da kein Problem mit. Wir haben heute einfach ein knalliges Set zusammengestellt. Also es soll auf jeden Fall viel Bewegung auf der Bühne sein. Es soll abgehen, es soll vor allem den Leuten Spaß machen, es soll zum Mitsingen anregen. Und vor allem natürlich, wenn man im Fernsehen ist, haben wir gut geprobt dafür. Damit, da sieht man dann auch die kleinsten Fehler. Wenn man jetzt ein normales Konzert spielt, dann vergessen die Leute oft, was man vor drei Liedern für einen Mist gebaut hat. Aber Das wird schon gut gehen heute, ne? Kann man euch im Sommer auf irgendwelchen größeren Festivals regional sehen? Wir spielen jetzt auf dem Rock'n'Pop am Tentchen am Freitag, ich glaube, das ist der 16.8. Und einen Tag später, das ist noch nicht so ganz durchgeplant, wird eventuell noch ein weiteres Festival, dann aber selbst organisiert mit einer Gruppe Jugendlicher und jungen Erwachsenen aus Friedberg stattfinden. Da sollten wir dann auch spielen. Ja. Also ihr Menschen da draußen an den Lautsprechern, das war ein ganz, ganz, ganz kleiner Eindruck von mir in das Bandgefüge, in den Bandalltag von Juicy Roadkill. Und jetzt erlebt ihr sie total heiß und kochend auf der Bühne hier in der Musikhalle Portstraße. Danke euch für dieses kleine Interview und viel Spaß da draußen mit Juicy Roadkill.